Ladies and Gentlemen, was war denn da bitte in der letzten Folge los? WWE WrestleMania war am Start, Big Bad Luther gegen Brock Lesnar gegen The Rock und was für ein Match. Das war ein 5-Star-Match für die Ewigkeit. Hammergeil. Und wir sind der neue WWE World Heavyweight Champion und wir haben jetzt unseren ersten Auftritt bei Raw gegen jemanden, gegen den wir in letzter Zeit mal verloren hatten bei Raw. Und das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, das wieder gut zu machen und diesenjenigen zu besiegen. Ich sag noch nicht, wer es ist, aber jetzt erstmal Raw of the Mania mit unserem neuen Champion. You think you know me? The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Frankfurt, Germany. The WWE World Heavyweight Champion, Big Bad Luther. This one's going to be electric. The fans have been demanding this one-on-one contest, and here it is. Und ich muss sagen, dem alten Big Bad steht dieser Titel so verdammt gut. Hammermäßig. Wie gesagt, krasses Match in der letzten Folge. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut einfach mal Folge 100 von WWE 2K16 Karriere an. Das war der absolute Wahnsinn. Ich sage es euch. Und hier ist er! Der neue Champion. Oh yeah. Und ich bin so stolz. Glaubt da gar nicht. Stolz wie Bolle. Das ist unser Gegner. Bautista. And approaching the ring from Washington, D.C., weighing in at 278 pounds, the animal, Bautista. You can feel the intensity level inside the arena rising. This is what it's all about. Two competitors going head to head to decide which one is truly the best. Das ist doch direkt mal ja, ein interessantes Match für uns. Gegen einen der ehemaligen WWE World Heavyweight Champions, beziehungsweise World Heavyweight Champions, nicht WWE World Heavyweight Champions. Bautista früher, so, ja, WrestleMania 21 rum war eigentlich so seine große Blütezeit. 2005, 2006, 2007 war so die ja, Blütezeit von einem Bautista. Damals gegen Triple H bei WrestleMania 21 als Royal Rumble Sieger quasi in diese Mania gegangen, den Titel geholt und dann ja, mehrere Fäden gehabt. Ein paar von JBL, Undertaker, Edge und so weiter und so fort. Ich würde mir wünschen, dass Bautista vielleicht doch nochmal irgendwann zurückkommt. Aber vielleicht dann eben nicht zu einem Moment, wo ein Daniel Bryan regiert. Weil das war halt eben sein Pech gewesen. So ein Daniel Bryan, so Publikumsliebling, dann kommt so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Anti-Wrestler wie Bautista, aber halt so ein, ja, ihr wisst, was ich meine. Wow. Okay, es geht gleich mal hart los, dann wird uns aus dem Ring raus mit dem Power Whip. Alter, was will er uns? Will er uns verletzen oder was? Well, the trick sometimes when you get outside, Powerbomb the outside. The match gleich mal gut becomes an. Almost secondary when you get near all these dangerous objects. Too fast. Oh dear. Nicht mit uns, Mann. Once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricade, and all of it can be used to cause massive damage. Krass. Well, luckily the body hasn't absorbed too much of an attack up to this point. Huh? And the Alter. Boot connects. Aua. So, 7 und wir sind alle wieder im Ring. Sehr schön. Noch eine Powerbomb. Okay. Nein, meine Controller-Batterien sind schon wieder leer. Das gibt's doch gar nicht. Und ich habe keine Batterien hier. Das ist scheiße. Ich habe aber mit dem anderen Controller noch welche. Sehr gut. So, Top Rope und dann einmal Kaboom. Sehr schön. That's why it's called high risk, ladies and gentlemen. Und ich gesplatter da. So muss sein. Und ein Power Slam noch hinterher gegen Bautista. You'll be feeling the effects of that for a while. Bam. Look at this. He's in full control of this. Komm mal hoch da. Na komm, heb ihn auf.
Sehr schön. Ich glaube, ich muss die Tattoos doch nochmal ein bisschen die Transparenz rausnehmen, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Konter von Batista und Backbreaker. Wobei, ich würde eher sagen Neckbreaker, weniger Backbreaker. Ne? Aha, Konter. Nochmal ein Power Slam. Easy. Sometimes the best offense is a great defense, and that's exactly what we're seeing here. Gehen wir nochmal hier hoch, versuchen mal jetzt im Stand-Move zu zeigen. This is a level of destruction. Missile Dropkick. Wunderbar ausgeführt. Oh, ein bisschen Kopfbearbeitung hier. Batz, batz, batz. Jawohl. How much damage did that do? Steh mal auf da. Whip in die Ringecke. Schöner Running Clothesline. One of the turning points in Batista's career was when he decided to break away from Evolution and become his own man. This led to one of the most physically grueling encounters we've ever seen. Batista versus Triple H in what was a classic confrontation. Ja, Batista auch so ein Evolution Kid, wie JR Session King es gerade schon erzählt. Mit Randy Orton und Ric Flair und Triple H damals die Evolution. War auch ein geiles Stable. Muss man einfach sagen. So, wieder den Whip-In reversed. Aber hier dann der Konter. Noch ein Konter von Batista. Jetzt hat er keinen Konterwurf mehr. Aber wir holen uns das Ding. Schöner German. Ja, aber er kann sich nicht wehren gerade. Dropkick an den Batista didn't break away from Evolution. Who knows where he would have gone? And who knows how long the group would have continued dominating WWE? Their match at WrestleMania 21 was an absolute war. Na komm. Spear! Man, oh man, what a brutal spear! Und ein Cover hinterher kommen. Es wird noch nicht durch sein, schätze ich mal. Aber egal. Eins. Zwei. Nein. Ja, war klar. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass das schon durch ist. Gegen Batista. Was hat er denn jetzt? Ist schon verrückt? Sehr schön. So, nochmal ein Missile Dropkick. As this continues, easy. It's harder and harder to catch your breath. Yeah, that'll take the wind out of your sails. Okay. Oh, fuck. Zweimal in die Luft geschlagen, wird direkt bestraft. Wir müssen aufpassen, dass er nicht wieder seinen Submission-Move ansetzt. Und wir kontern. Sehr schön. Match here, but if you missed any of the matches from this week, go to WWE.com to catch up on all the action. I go to WWE.com all the time to catch up on sehr the gut. Divas. Oh. Look out. Fuck. Konnten keine Advantage rausschlagen. Jetzt whippt er uns wieder nach draußen. Power Whip und wieder raus. Wieder eine Powerbomb oder was? These superstars looking for a victory, looking to build momentum. You're right about that. Momentum is so important in a match like this. Schau dir das an. Perfectly executed. I'm not sure I can watch this. Okay, Ausdauer aufladen. He's having a seriously hard time getting back to his feet after that. Aha, komm, steh auf. Was? These guys are giving it their all here tonight. Easy. Not just to entertain the fans, but to ultimately walk schön away with the win. So, steh mal auf, mein Freund, komm. Na komm, steh auf. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. Ach so, geht nicht. Okay, müssen wir den hier wieder machen. Alter, schießt hier aber ganz schön schnell hier. Bleib mal locker. Wow, he's still down after that. Jawohl. Wir waren doch schneller. WTF. Kann doch nicht sein, eigentlich waren wir schneller gewesen, dachte ich. Aber gut, was macht er denn jetzt? Er hängt uns kopfüber an das oberste Seil. Und würgt uns. Judenwürgen, Alter. Ja, ich komm zurück. When you see Batista, jetzt it's all her about a man who can crush you. It's safe to say the entire WWE locker
Wir könnten auch Bautista besiegen. Gar kein Problem. Oh. Da passiert was. Wir haben ja auch eine Fehde. Eine Fehde gegen Unbekannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich bin mal ruhig. Ich habe Angst. Was? John Cena! Was will er denn? Ach, du Scheiße. Kommt er da mit seinem Waschlappen in die Arena, ey. We all knew that Cena would be coming back for that title at some point, but he's staking his claim tonight. Ernsthaft? Komm, brat ihm den Titel über, Alter. Warte mal. Hey. Helf ihm doch. Ich will ihm... Boah. Können wir ihm nicht helfen? Scheinbar nicht. Okay. Na ja, gut. Dann haben wir als Cena nicht geholfen, aber pff, ja. Also wir haben eine Fehde gegen John Cena, oder was? Ah, super. Oh, welcome back to the show. This is my guest tonight. Nee, mach keinen Scheiß. Let's talk about John Cena. Oha. John Cena just challenged you to a title match. Any thoughts? Kann er haben. Ist egal, wer mein Gegner ist. John Cena erwartet einen Krieg. John Cena just got himself into a war for the title. John Cena is not on my level, though. I'm going to dismantle him bit by bit. Who does he think he is challenging me anyway? Ich wollte jetzt eigentlich nicht so heel promoen, aber okay. Thanks for the time. Back to you. Was ich halt so krass finde, es geht sauschnell, dass man heel wird. Aber es dauert mega, mega lange, bis wir dann endlich wieder face sind. Das ist auch ein bisschen übertrieben gemacht, aber gut. Ich meine, so ein bisschen Tweener ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber muss ja nicht super Heal oder super Face sein, aber so ein bisschen mittendrin passt auch, glaube ich, ganz gut zu unserem Charakter. Und was auch immer kommen mag, wichtig ist, dass wir unseren Titel behalten. Oh yeah. Am besten jetzt 14 Jahre lang. Bis die Karriere vorbei ist. Boah. Okay, SmackDown. Was geht ab bei SmackDown? Was? Einfach mal so ein Match gegen Brock Lesnar? Willst du mich verarschen oder was? Das ist doch... Hä? Glaube ich jetzt aber nicht, oder? Naja, gut. Dann müssen wir das wohl machen, wa? Aber einfach mal so ein Match gegen Brock Lesnar, das können die ja auch nicht bringen, ne? Das geht eigentlich nicht. Aber okay, wir beschweren uns einfach mal nicht. Sondern machen einfach mal. Na, los geht's. Als Champion. Ich muss noch mal kurz den Entrance ein bisschen anlaufen lassen, aber dann drücke ich den auch weg dann. Außerdem von Brock Lesnar, den lassen wir noch laufen, weil den kennen wir noch nicht. Also den kennen wir schon, aber haben wir jetzt noch nie so oft gesehen. Ohne Titel. You think you know me. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Frankfurt, Germany.
WWE World Heavyweight Champion, Big Bad Luther. This match is going to be exciting. I can almost guarantee it. We're finally going to see which one of these two is the superior competitor. So, das ist unser Champion. Und hier kommt der ehemalige Champion, Brock Lesnar. Both the mixed martial arts scene as well as the world of sports entertainment. Oh, that's scary, Cole. Basically, Brock Lesnar can do anything he wants, whenever he wants. A lot of whispers backstage about whether or not this guy has what it takes to get the job done here tonight. Brock. Alles klar. Boah, das sind ja zwei harte Typen hier in der Folge, ne? Erst Batista, jetzt Brock Lesnar. Was ist denn hier los, Alter? Aber gut, let's go. And there's the bell. I have a feeling that action is gonna be plenty. Okay, Brock Lesnar ist sich zu Spaßen aufgelegt. Aber der auch nicht. God, what a stiff shot. And right on the mark. Oh, and he got dropped. Oh, that looked devastating. Wahrscheinlich wird die Herausforderung gegen Cena echt krass. Also das wird wahrscheinlich krasser werden als gegen The Rock und Brock Lesnar zusammen. Mal schauen. Nein. Freddy WWE Superstar that is scheduled to face Brock Lesnar. The strategy should be not getting caught in a series of moves. Try and prevent Lesnar from building momentum. Where one move is more powerful than the next. It could give you a chance to survive. Yeah, you know, Michael, I think the strategy you described is what anyone that is stepping into the ring with Brock Lesnar needs to do. Don't let Lesnar start manhandling you with move after move. One more powerful than the next. That's a surefire way to lose the match. And possibly take years off your career. Machen wir anders, aber so war klar. What are your thoughts on this legendary? Jetzt fehlt ihm der Kontermove. What hasn't been said already? Everybody's talking the unbelievable potential we're witnessing here. Let's just sit back and enjoy. Voll auf die Treppe. So, ich gehe zurück. Lesnar needs a strategy. That superstar will need to stay away from Lesnar's power. Komm mal rein, ne? Do not allow the beast to build momentum. Yes. Do not allow Double the beast to use his power. Vom Top Rope. Do not let Brock Lesnar horse you up for the F5. Power slam. Go. Hey. Belly to belly reversal von Brock. Alter. Na komm, hau mich. Leck mich. Nein. 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 Suplex City. Nein. Oh, out of nowhere. Komm, heb ihn schnell auf, er hat gerade keinen Kontermove. Schnell. Wir können das nämlich auf. This is unspeakable cruelty. Moves like that put entire careers on the line. Yeah, you're right. This is going too far. No. Da ist ein bisschen Ausdauer wieder aufladen. Es könnte nämlich noch ein langes Match gegen Brocky werden hier. Someone is stepping in that Schon Brock, ne? Brock Lesnar. They'll need to distance themselves from him and not permit him to perform a series of those crushing power moves. Konter, wa? Nein! Schön. Maybe more. Ah, schade. Ich wollte noch ein paar Kopftreffer durchziehen, hier aber ging leider nicht. Aua, Uppercut von Brock. Whip-In von Brock, Außenring raus, Power-Whip-Punches. Was soll das jetzt werden? Hey, Brocky, Alter. Komm, aber gegen die Bande da. Nein! No, wait, nice reversal. Almost not silly by that strike. Jimmy! This guy can go Wunderbar. Toe-to-toe with anybody. Well, we're on the move here. Und mal schön auf die Hand getreten. Oder auf die Schulter oder auf den Arm. Ich weiß gar nicht. Hab's nicht gesehen. You know, if there was ever a man built to be a WWE superstar, it has to be Brock Lesnar. Und dann mal schön. Elbow hinterher. The attitude, the intensity.
He was a champion in college and added a WWE title to his resume within months after joining the company. Hello, Beast was born for this, Cole. I won't argue with that. He is a ruthless competitor with the skills to match. But sometimes I might take issue with Brock's tactics. It's time for a spear, though. Time at the Royal Rumble. Thanks for coming. That landed like a ton of bricks. How much damage did that do? A lot from the looks of it. Oh, this is bad. Hey, Brocky's booty. Some medical assistance. It's that me, Arman. This is the destruction of Brock Lesnar, man. You will never now, be champion again. Pace benefit, King? Well, I'll tell you, whenever the dominating competitor takes his time, it gives everybody a chance to catch their breath. Well, King, you said you're not going to question Brock Lesnar's ability, and you shouldn't. Wir sind der neue Stern am Himmel in der WWE. No matter what it might look like, and no matter what you or anyone else might think, Brock is only doing what's best for himself when it comes to winning matches and getting himself title shots. So. Hoch mit dir. Oh, er kommt dann aber noch mal. Ich wollte noch nicht gleich den Finisher machen. Weil ich nicht weiß, ob das dann schon vorbei ist. Dann wird bin in die Ringecke. Oh oh. These are great competitors, great tremendous gladiators. German Suplex. WWE. Some of the best superstars that WWE have to offer. Well, if those tactics of Brock Lesnar include pummeling unconscious competitors for no apparent reason, look at a catch him off guard. Nein. Aber immerhin kriegen wir nochmal ein paar Matchpunkte dafür. Sehr schön. Kann man ja mal machen, nicht? Was? Wie ging das denn? Heftiger Scheiß. Konter. These superstars looking for a victory, looking to build momentum. You're right about that. Momentum is so important in a match like this. Sehr schön. Guck mal, was haben wir denn da für eine Aktion? Ach, der dreht ja um und macht die Schläge. Na ja, gut. Schön auf die Wunde, so gehört sich das. Und Konter. Scheiße. Oh, fuck. Und Sleeper Hold. Oder Working Hold. Oder nee, Sleeper Hold ist das, glaube ich, ne? Ja. Sehr schön. Oh, wir haben schon wieder einen Signature. Cool. So, als allererstes kommt jetzt mal der hier. Straight Jacket. Wow. Straight Jacket DDT. Ooh, that's painful. Now that's a finishing move. This thing might be all over. Hold auf, dann nehmen wir ihn auf. Machen nochmal den Spear. That's it. He's done. Dropped. And that was a hard shot. Look how slow und dann he heben wir ihn auf. That was some serious mal die Pop-Up Powerbomb. Yes. The Pop-Up Powerbomb. So. Ende. Oh man, it's all over, but they're crying after that, Cole. Was? Was? Das ist doch gigantisch schon wieder. Das ist doch schon wieder Brock Lesnar-Style hier. Das kann doch schon wieder nicht sein. Machen wir den hier gleich nochmal. Wie bei WrestleMania, Mann. I think this is it. Two. But das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. He's unleashing a vicious assault on that shoulder. Man, oh man, did he take a wild swing with that one. You're right. That was wild indeed. Good thing we're over here. Was soll ich denn da schon wieder machen? A little showboating going on here. Wenn der schon wieder so abgeht, Mann. Kann doch nicht sein. Big stomp. Man, these guys are throwing bombs. Gleich haut er uns bestimmt einen Kimura Lock rein. If this continues, we could be talking about something no one wants to discuss. So, facial reconstructive surgery. I know you don't like to talk about your facial reconstructive surgery. Zack. Oh, his body has to be broken right now. Ich weiß eh, dass jetzt kontert. 100 pro. Incoming! Take a chance like that. Do you know how badly he must want to win this? Ah, wir sind zu langsam. Scheiße. Oh, wobei. Wow! If he keeps this up, this could be over quick! Komm schon! Zieh den an! Come on! This should do it right there. I think this is it! Three! Yes! Wow,
Alter, was für ein Dirty Win. Sehr schön. Das war wieder so ein Dirty. Mann, hier, so ein Dirty. Big Bad. Bam, vorm Rücken. Dann schön so hingelegt, dass er Jerry es nicht sieht. Wunderbar. Here is your winner, Big Bad Luther. The shoulders are down for three, and this one's in the books. Wow, he absolutely das Gute ist, das wäre auch so ein Finish, was ich mir in echt so vorstellen könnte, weißt du? Also hat man, so hat man den ehemaligen Champion Brock Lesnar nicht abgewertet in seinem Standing sozusagen, aber man hat den neuen Champion auch nicht zu übertrieben nachstehen lassen. Also ist an sich, ist es wirklich ein Finish gewesen, wo ich sage, hey, das könnte so auch in Wirklichkeit passieren. Und das sind ja bekanntlich immer die besten Finishes. So, apropos Finish, die Folge ist jetzt auch Finish und ich würde sagen, wir hören. Please welcome my guest tonight. Moment. Let's talk about what happened out there tonight. Nein. The authority has been very active lately. Do you have any thoughts on them? Das fragst du mich jede Woche. Jede verschissene Woche. Ich will, dass sie die WWE verlassen. I hate them. They are nothing more than opportunistic backstabbing dogs. I'm going to do my part to throw them out of the WWE. You can count on that. The authority era is going to come to an end by my hands. Weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. There you have it. Back to you, Cole. So, jetzt aber. Nicht back to you, Cole, sondern back to the end screen. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ja, das war sie also, die Raw After Mania Folge oder Episode nach WrestleMania hier bei WWE 2K16. War eine krasse Folge auf jeden Fall. Gutes Match gegen Batista gehabt, John Cena ist unser nächster Herausforderer um den WWE World Heavyweight Title. Und wir haben ein Match gegen Brock Lesnar gewonnen, das zudem noch ein ziemlich realistisches Ende hatte. Alles in allem unter Strich eine sehr gute Folge von WWE 2K16. Ich freue mich auf morgen, 19 Uhr, dann geht's weiter. Bis dahin, ciao.